Wie gelingt es Ihnen, Ihr Selbstbewusstsein zu stärken? Wie schaffen Sie es, dass Sie sich das, was Sie sich wünschen, auch tatsächlich zutrauen und es dann auch durchziehen? Ich möchte Ihnen daraus meiner langjährigen Erfahrung als Coach ein paar Tipps geben, mit denen Sie Ihre Ziele leichter erreichen. Mein Name ist Martin Wehle. Sie kennen mich vielleicht als Deutschlands bekanntesten Karriereberater oder auch als Autor von Büchern wie meinem jüngsten Noch so ein Arbeitstag und ich drehe durch und gleich geht's los. Hier bin ich wieder und jetzt werde ich Ihnen meinen besten Tipp für mehr Selbstbewusstsein zeigen. Selbstbewusstsein, das würde ich gerne einmal auseinandernehmen, ist ein Wort, das von Bewusstsein handelt. Das heißt, Sie sind sich bewusst, wer Sie sind, selbstbewusst. Das heißt nicht, dass Sie auf den Tisch schauen und Dinge von sich behaupten, die gar nicht wahr sind. Das heißt nicht, dass Sie sich alles zutrauen und nach vorne stürmen wie ein Irrer. Das heißt, dass Sie sich gut kennen, dass Sie wissen, wer sind Sie, was sind Ihre Stärken und wie können Sie diese Stärken einsetzen. Das ist Selbstbewusstsein, alles andere ist Selbstverliebtheit, alles andere kann auch Selbstüberschätzung sein. Das sehen wir an gewissen Exemplaren in der Politik. Schauen Sie zum Beispiel mal nach Amerika. Jetzt kommt mein Tipp, der besteht aus mehreren Stufen. Schritt Nummer 1, wenn Sie Energie brauchen, um einen wichtigen Schritt in Ihrem Leben zu tun, wenn Sie Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein benötigen, dann funktioniert immer Folgendes. Rufen Sie sich die besten Momente Ihres Lebens ins Gedächtnis. Nehmen Sie sich einen Abend lang Zeit oder einen Morgen, je nachdem, was für ein Typ Sie sind, und denken Sie nach über die Momente Ihres Lebens, die die schönsten waren. Über die Momente, in denen Sie so richtig was geschafft haben. Über die Momente, in denen es Ihnen gelungen ist, über den eigenen Schatten zu springen und Dinge zu erreichen, die Ihnen andere oder vielleicht Sie selbst nicht zugetraut haben. Denken Sie an diese Momente, in denen Sie sie wie einen Kinofilm vor Ihrem Auge ablaufen lassen. Wie genau haben Sie das damals geschafft? Was haben Sie vorher gedacht? Was hat Sie zum Handeln motiviert? Wie haben Sie genau gehandelt? Woher haben Sie diese Kraft genommen? Und wie hat es sich angefühlt, als Sie dieses tolle Ziel erreicht hatten, als es Ihnen so richtig gut ging? Wenn Sie das einen Abend lang machen, wenn Sie systematisch sich da ein paar Erlebnisse aus Ihrem Leben rauspicken, dann wird Ihnen das eine ungeheure Kraft und ein ungeheures Selbstvertrauen schenken. Ich verspreche Ihnen das. Ich verspreche Ihnen sogar, dass andere Menschen Ihnen am nächsten Tag, wenn die genau hinschauen, anmerken werden, da ist irgendetwas passiert. Wir können durch unsere Gedanken enorm steuern, ob wir schlecht drauf sind, ob wir uns wenig zutrauen oder ob wir unsere eigenen Kräfte mobilisieren und nutzen. Ich komme auf den zweiten Schritt meines Tricks zu sprechen und zwar: Malen Sie sich einmal aus, was Ihre Fans über Sie sagen. Wenn ich den Begriff Fans verwende, dann meine ich Menschen, die es gut mit Ihnen meinen. Menschen, die sagen, er oder sie kann wirklich klasse dieses oder jenes, ist ein toller Typ, ist ein tolles Mädel. Überlegen Sie mal, was diese Menschen über Sie mit Blick auf die Herausforderung, die vor Ihnen liegt, sagen würden. Warum trauen die Ihnen das zu? Welche Qualitäten sagen Ihnen diese Menschen nach? Was sorgt dafür, dass diese Menschen von Ihnen begeistert und so eine Art Fans sind? Das ist hochinteressant, denn wir selber erlauben uns oft nicht, uns gut zu finden. Das wurde uns in der Erziehung richtig ausgetrieben. Immer wieder wurde gesagt, nur der Esel nennt sich zuerst und Eigenlob stinkt und so weiter. Und da ist es sehr erleichternd, sich einmal durch die Brille eines wohlmeinenden Menschen zu sehen und zu erkennen, was Sie alles auf dem Kasten haben. Das wird erneut Ihr Selbstbewusstsein fördern und das wird Ihnen helfen, den nächsten Schritt zu gehen. Jetzt bin ich bei der dritten Stufe meines Tipps und zwar: Lassen Sie einen Film Ihres Erfolges, Ihres künftigen Erfolges in Ihrem Kopf ablaufen. Also wenn Sie eine große Herausforderung, ein großes Ziel vor sich haben, dann stellen Sie sich einmal vor, in welchen Schritten Sie dieses Ziel angehen könnten. Stellen Sie sich einmal vor, wie Sie Hindernisse beiseite räumen und stellen Sie sich einmal vor, wie wird es sein, wenn Sie es wirklich geschafft haben. Wie werden Sie sich fühlen? Wie werden Sie sich kleiden? Welche Menschen werden Sie umgeben? Was werden Sie an diesem Tag genau tun? Mit wem sprechen Sie? Je detaillierter Sie sich das ausmalen, diesen Zielzustand,
desto mehr Energie, desto mehr Selbstbewusstsein wird sie fluten. Und mit diesem 3-Schritte-Programm, das verspreche ich Ihnen, können Sie Dinge angehen, die vorher unmöglich schienen. Und Sie haben vor allen Dingen auch die Möglichkeit, dass Sie die Kräfte, die da sind, für sich nutzen und mit Selbstbewusstsein in weitere Lebenssituationen und neue Aufgaben gehen. Dabei wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg. Wenn Sie es interessiert, wie man andere Menschen coacht und auch bei Selbstbewusstseinsfragen unterstützt, schauen Sie gerne mal an meiner Akademie vorbei. Da biete ich einen Ausbildungsgang für Karriereberater an. Vielleicht ist das interessant für Sie. Falls Ihnen dieses Video gefällt, lassen Sie den Daumen gerne nach oben weisen. Teilen Sie es, verlinken Sie es, legen Sie Playlists an. Abonnieren Sie gerne den Kanal, darüber freue ich mich. Und am meisten freue ich mich, Sie hier wieder zu sehen. Ihr Martin Wehrle.